So Leute, wir machen weiter mit Let's Play Assassin's Creed 2. Im letzten Part habe ich gerade gemerkt, dass ich für den Livestream, ich habe kurz mal gelivestreamt, der ist aber nur auf Twitch gewesen, meine Einstellungen hier geändert hatte. Was natürlich scheiße ist. Ich war jetzt nicht immer so gut verständlich im letzten Part. Das gleiche Problem hatte ich jetzt erst letztens bei Final Fantasy. Deswegen richtig schön, dass ich diese Kacke auch gleich mal hier auch noch verbockt habe. Oh, zurzeit ist nicht meine Woche. Das ist nicht meine Woche, das merke ich jetzt schon. Das ist einfach echt nicht meine Woche. Freut euch aufs Wochenende. Da kommt echt einiges an Parts, aber wirklich einiges. Und wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit. Ich habe nämlich einiges vorbereitet. Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Also muss ich klettern. Like always. Lucy? Ich sehe Dinge. Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Nein. Dann mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Musste ich nicht hierhin? Nö, wie so aussieht nicht. Ja, ist okay, Alter. Drogentrip. Typisch, typisch. Da war jetzt... Alter. Gehe ich ja schon Hallos. Typisch wieder. Ich hätte jetzt nämlich zwar ganz halt geradeaus gehen sollen, nur einmal nach links. Einmal. Und weil ich ja natürlich gedrückt gehalten habe, haut es mich wieder runter. Das haben die mit Absicht doch so scheiße eingebaut, oder? Dass man es verbockt. Also die Leute wollen mit Absicht, dass man sich aufregt. Die Spielentwickler. What the fuck, was ist jetzt los, Desmond? Sollst du rüberklettern? Klettern. Wisst ihr, ich find's auch so geil. Der Animus, der bringt mir ja zwar bei, die ganzen Sachen, wie man... Wieso? Ich hab doch gar nicht mehr gedrückt, ich hab extra losgelassen. Und leck mich doch am Arsch, Alter. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ja, es zeigt zwar bei, wie die ganzen Techniken sind und so weiter. Aber bei so Klettern-Sachen, da gehört doch eigentlich auch Kraft dazu. Deswegen. Achso, kann ich auch einfach von hier aus dahin. Ah, es gab auch einen leichten Weg. Gut zu wissen. Und? Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Die Anpassungsrate ist fantastisch. Noch ein, zwei Tage und wir sind fertig. Okay, da hinten ist noch eine. Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Altair gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Vedic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende
war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. Und die, die wir haben. Nach allem, was die Templer ihm angetan haben. Nach allem, was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Also sucht ihr nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Okay, jetzt fehlt da noch ein Schalter. Oder what the fuck? Ich habe nämlich jetzt nichts mehr gesehen. Deswegen bin ich gerade am überlegen, wo geht's jetzt bitte weiter? Wahrscheinlich hier irgendwo noch, oder? Ah, holy shit. Was war das für eine Drogenkacke gerade? Ich glaube, ich bin hier richtig. Oder auch nicht? Hä? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Nee, ohne Spaß, habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ah, ich muss wahrscheinlich da rein. Oder so. I don't know. Blick's nicht. Nee, ohne Spaß, ich blick's nicht. Wo muss ich hin? Ich halte einfach meine Augen offen. Ah. Ich glaube, es war der letzte jetzt. Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Da läuft was, da läuft was. Da läuft was.
Aha. Er ist doch ein bisschen zu lang im Animus, hä? Weil das ist auf jeden Fall länger als 30 Sekunden. Was zum Teufel? Was alte ist Ehe. das? Wo bin ich? Das ist Akon. Und alter Ehe. Wie zur Hölle. Ich bin nicht mal im Animus. Ich muss eingeschlafen. Das muss ein Ziel sein. Okay. Ich hätte es schon längst packen können. What the fuck? So ein Schwachsinn. Am geilsten finde ich, dass die Wachen auch nichts machen. Achso, nee, die Wache wurde runtergekickt. Wo ist denn die hin? Ah, da. Lass mich raten, Altheis Frau war das? Oder, nee, das kann man Revelation, glaube ich, erst vor, oder? Okay. Ich kann mich gar nicht an Altair seine Stimme erinnern. Also mindestens nicht seine deutsche. War die gut? Ich muss da echt mal nachschauen. Die von Ezio kenne ich ja sowieso. Das ist die Stimme auch von Chin aus Samurai Champloo. Hey, die Frau aus Akon. Wie hieß sie noch gleich? Maria, ja. Was er wohl von der will? Wow, okay, das überrascht mich. Moment mal. Warum folge ich nicht Altair? Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, Scheiße. Das bedeutet, was für ein abgefahrener Traum. Strange, strange, strange. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean, bitte, das reicht. Okay. Habe ich erwähnt, dass der Typ ein Arsch ist? Ein Riesenarsch. Das ist so eine Boxen, du Bastard. Okay. Hi.
okay? Ja, alles klar. Alles super. Sicher? Wir haben gestern noch zwei Teams verloren. Noch 8 von uns einfach weg. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Erinnerst du dich, was du mir sagtest? Du musst glauben. Und schau, hier sind wir sicher, ganz sicher. Und wie lange? Wenn sie uns finden, was ist dann? Wenn das passiert, wenn es passiert, erledigen wir das schon. Ich beschütze dich. Egal. Genug gejammert für heute. Ich mach mich an die Arbeit. Solltest du auch. Ich will mal erwähnen. Es ist ein Tag vergangen. Hast du echt keine anderen Klamotten? Dass sie immer noch die blutbefleckten Sachen anhat? Ist die damit schlafen gegangen? Mensch, ey. Der Sicker-Effekt. So, jetzt kommen wir zur Sequenz 7. In Venedig. Ich glaube auch die letzte Stadt in diesem Spiel. Ab jetzt wird immer nur geswitcht. Einmal in die Stadt, einmal in die Stadt, einmal in die Stadt, einmal in die Stadt und einmal in die Stadt. Immer so die ganze Zeit, glaube ich. Wobei in Venedig haben wir am meisten zu tun. Und in Venedig kriege ich auch dieses höhere Springen, glaube ich. Ich will ja mit dir reden, Leonardo. Aber das Spiel sagt nein. Jetzt. Messer Da Vinci. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donna bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? Okay. Ach, Venezia. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Unser erster Halt? Die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. Ich glaube, die gibt's heutzutage gar nicht mehr. Da wären wir. San Giacomo di Rialto. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm. Magnifico. Seid freundlich zu den Arbeitern. Kommt, kommt. Es gibt noch mehr zu sehen. Oh, ich will auch irgendwann mal nach Venedig. Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Da ist nichts gefallen mir. Darf ich töten? Oh, ich will gern töten. Oha, wieso laufen die jetzt immer so schnell? Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt! Die haben mich beklaut. Aber ich muss nicht hinterher rennen. Und hier haben wir den Palazzo della Seta. Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert. Aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand. Teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn.
Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Bastarde. Was anderes kann man nicht sagen. Bastarde. Ah, Leonardos Werkstatt. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt, als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, da werden wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodexseiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht hier immer offen. Grazie, mein Freund. Di nulla. Leonardo. Okay, Leute, das war's für den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part. Da bin ich gleich wieder beim nächsten Auftrag. Tschüss, Leute.